Hallo, da sind wir wieder, die Mario, die Käthe und der Tobi. Nachdem ich ja schon so viele Anfragen bekommen habe, ich schaue mal dahin, weil ich immer denke, es kommt jemand rein, nachdem ich ja schon so viele Anfragen bekommen habe, was die Augenpflege anbelangt beim Hund, ja, habe ich dann heute die kleine Käthe als Übungsopfer, die arme kleine Käthe. Ich habe sie jetzt schon erstmal ein bisschen poliert, gebürstet, ihr flauschiges Haar. Heute hat sie das erste Mal ein Zöpfchen, ja, sieht doch ganz süß aus. Ja, ich reinige die Augen mit einem Bubbles and Nature. Bubbles in Nature ist eine Augenreinigung, eine Lotion, wenn ich das mal so zeigen darf, ja, eine Lotion, die, der Inhaltsstoff ist Hämamelis, falls sich das unterm Auge entzünden sollte mal, das heilt dann auch gut ab und es ist ein Orangenblüten, Extrakt drin und hochkonzentrierte Kamille. Kamille bleicht das Haar. Das heißt, wenn sich durch die Augentränchen das Haar verfärben sollte, dann bekomme ich das gut, gut gereinigt mit dieser Lotion. Wenn mein Kameramann nun mal hier einmal ganz kurz rumkommt, dann können wir die kleine Käthe, ich hoffe, sie wird sich hinsetzen bei der Reinigung, einmal zeigen, wie ich heute die Äugleins reinige, ja, und wie ich mit einer kleinen Pfotenschere, eine kleine gebogene Pfotenschere, die Härchen von den Augen schneide. Die Käthe wird also in Zukunft die Augenhaare hier über dem Nasenbein gekürzt bekommen. Der Pony hier vorne, ja, hier die kleine Barriere, wird kurz geschnitten und dann kann man ein Zöpfchen machen, wenn man möchte. Ja, oder auch einfach nur runterhängen lassen. Aber heute haben wir ja das Thema Augenreinigung und das Freischneiden von diesen kleinen Härchen, die so eklig quasi in die Augen pieken und Tränenflüssigkeit hervorrufen. So, ich fange erst einmal damit an, dass ich die Augen freikämme. Dafür habe ich dann so einen kleinen, feinen Floh- und Gesichtskamm. Ja, und damit kann ich hier an den Augen, hier unter dem Augenwinkel, wo sich die Augentränen festsetzen, bleib mal schön, schon mal schön freikämmen, sauber kämmen. Sie hat dann für sich sehr wenig Augentränenflüssigkeit, also sie scheint nicht so empfindlich zu sein. Das sieht man auch daran, dass es sich hier nicht rot gefärbt hat. Gut, Augenpöpelchen sind da, ja, die kann ich mit meinem feinen Flohkamm ganz gut auskämmen. Die andere Seite sieht ein bisschen anders aus. Hier läuft so ein wenig Tränenflüssigkeit. Das hat was mit dem Wind jetzt gerade zu tun, der dort kleine Staubpartikel reinbläst, weil der Hund, der schließt nicht seine Augen beim Spaziergehen. Das passiert dann, dass sich die Staubpartikel in den Augen breit machen und das Auge dann zu Tränen anfängt. So ein bisschen haben wir hier auch gerötet. Ja, bleib mal, mein Schatz. Aber ich habe das dann schon mit meinem Augenreiniger ganz gut farblich wieder hingekriegt, sodass nicht die Tränenflüssigkeit hier in den Schnäuzer getropft ist und
das verfärben konnte. Ich halte mein Hündchen hier unten ganz sanft am Bärtchen, schön stillhalten, stillhalten. Oder ich lege das Köpfchen ab auf meine Finger und der Daumen, der geht hier oben auf den Nasenspiegel und hält das Köpfchen. Schön stillhalten, stillhalten, stillhalten. Dann gehe ich mit meiner gebogenen Schere, ich mache es jetzt mal hier unten, ich halte sie mal hier unten fest, hier ganz vorsichtig. Dann gehe ich mit meiner gebogenen Schere, vorsichtig schön stehen bleiben, sie ist noch ein bisschen zappelig. Das ist dann dieser Vorführeffekt. Lass mal dein Köpfchen da liegen, fein machst du das. So, jetzt macht sie gerade die Augen zu, so, dann gehe ich hier ganz vorsichtig rein und nehme ein paar Flüschen hier weg, nämlich die, die jetzt so lang zum Augenwinkel gewachsen sind, die nehme ich hier vorne ein Stückchen weit weg. Ich kann meine Schere hier auflegen, sie ist ja abgerundet. Nein, du bleibst hier. Und dann nehme ich die kleinen biegenden Härchen da vorne weg. So. Da ist noch etwas verhärtet hier vorne. Das machen wir mal gerade raus. Dann kämme ich dann die Augenwimpern nach oben, denn die hat ja richtig tolle, lange Augenwimpern. Da möchte ich auch nichts wegschneiden. Dann gehe ich wieder mit meiner Schere rein. So. Und dann kann ich die Härchen da wegnehmen. So. Dann habe ich eine kleine Modellierschere. Und kann das ein wenig modellieren hier, so dass es einen natürlichen Wuchs bekommt, das was ich da abgeschnitten habe. Dann sieht das nicht so abgehackt aus. So. Dann kann ich ja hier noch mal so zwischen den zwei Winkeln nehme ich das Haar noch mal so ein bisschen hoch, ja, bleiben und nehme die Spitzen auch weg. Hier vorne so ein bisschen mit der Modellierschere. Und so sieht das dann ganz gut schon mal aus. Ja, ich habe das frei, das sticht dann nicht mehr rein. Ne? Sieht doch gesund aus. So, dann gehen wir auf die andere Seite. Das ist schon ein bisschen schwieriger, denn hier muss ich dann mit meiner Hand um den Kopf greifen. So das Köpfchen, ne, das Schnäuzchen hier auf meine Hände ruht und mein Daumen hier oben auf den Nasenspiegel. Und jetzt gehe ich dann noch einmal, gehe ich mit meiner Schere immer so, ja, setze ich auf und nehme dann vorsichtig hier die kleinen überstehenden Härchen. Kleinen überstehenden Härchen weg. So. Ja. Ich hoffe, das kann man erkennen. Und ich hoffe, dass dein Hund auch ein wenig ruhiger steht. So auflegen, ganz vorsichtig da nehme ich die Härchen weg. Dann gehe ich mit dem Gesicht zum Flohkamm. Nochmal da durch, schaue mir das an und dann nehme ich nochmal die Modellierschere und modelliere die Härchen da, wo ich geschnitten habe und damit das ein feineres Wuchsbild bekommt, wie Natur gewachsen. So sieht das aus. Nun hat sie nicht sehr viel Augentränen, wie schon gesagt, aber ich möchte es gerne noch einmal zeigen. Man nimmt für jedes Auge einen eigenen Pad, beziehungsweise ich kann ja auch den Pad umdrehen. Ja, man soll ja nicht ganz so verschwenderisch sein. Da mache ich dann 3 oder 4 Sprühstößchen drauf und reinige dann so das Auge da, wo die Verfärbung ist, nicht weiter in den Bart reinreiben von oben. Den kann man noch mal extra machen, denn die hochverdünnte Kamille bleicht und sollten Augentränen gelaufen sein in den Bart rein. Das sieht man auch
sieht man dann oft bei Hunden, die einen roten Bart haben. Jetzt bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Na? Dann kann man das damit auch bleichen. Dann drehe ich den Lappen um. So, 1, 2, 3. Nochmal drei Sprühstößchen. Jetzt gehe ich auf die andere Seite. Ich greife wieder um. So, da hat der Hund so. Und ich bleibe immer hier oben in dem Bereich und rubbel und rubbel und rubbel und rubbel. Und wenn man dann schaut, das hat sie ja jetzt nicht, ja, dann bekomme ich sogar die Rostflecken, die sich dort bilden, abgerubbelt. Ich zeige das gleich nochmal beim Tobi. Na, der hat nämlich an einem Auge hatte das. Da kann man das eventuell, der freut sich schon, ne? Ja. Pass auf, dass du nicht da runterfällst. Bleib mal schön da, ne? Schön da sitzen bleiben, ne? Ja. So. Und dann haben wir eine hübsche kleine Kete. Hm? So, den Pony noch mal eben schnell hier vorne. Na, ich mache mir immer so eine kleine Barriere hier. Wenn ich keinen Zopf habe, dann habe ich einen Mittelscheitel und dann fallen die Haare links und rechts über die Ohren. Aber das sieht ganz gut aus. So brauche ich nicht schneiden. Wie gesagt, ich nehme dann immer so einen Zentimeter, ziehe das so nach vorne und dann gehe ich mit meiner Modellierschere da rein. Ja, und kann das schön schneiden. Die Modellierscheren und auch die Schneidescheren als Set in einem Lederetui könnt ihr auch bei mir erwerben. Ja, und für die Preise bitte mich per PN anschreiben. Ich möchte die hier so nicht preisgeben, die Preise. Ja, da mache ich dann per PN, wenn ihr mich anschreibt, gebe ich euch die Preise bekannt, weil sie sind von Mal zu Mal, vom Einkauf zu euer Einkauf, ja, sind die unterschiedlich. Einmal kriege ich sie günstiger, einmal sind sie etwas teurer und deshalb kann ich nie im Vornherein sagen, was die kosten. Die Kete macht mal Sitz, Platz, eben, gut, dann eben Platz. Und ich wollte das nochmal ganz kurz mit Tobi zeigen, die Verfärbung. Der Tobi ist Allergiker und als wir jetzt diesen Pollenflug hatten und diesen starken Wind, ja, ist das also beim Tobi in das weiße Haar gelaufen. Wichtig ist, wenn man zwei Hunde hat und das bei einem Hund schon ist, dann sollte man den Kamm immer desinfizieren. Das ist ganz wichtig. Ich habe dann ein Desinfektionsmittel. Ja, das sprühe ich drauf. So kann ich das nicht von einem Hund zum anderen übertragen. So, hast du jetzt eine Kete ihre Haare aufgefressen? So, und dann das Gleiche, ne, wie bei Kete. Und jetzt, wenn ich das durchkämme, dann sieht man die leichten Verfärbungen. Das war noch viel schlimmer. Das lief also in den Bart. Ein bisschen haben wir noch drin. Aber wir sind dabei, es mit der Augenlotion zu bearbeiten. So. Ja, und da kann man es eben auch noch sehen. Ich möchte das mal vorführen noch ganz schnell. Ich mache dann so zwei, drei Stößchen und dann kann man nämlich auch sehen, wie die Verfärbung, die ja jetzt bei Kete nicht vorhanden waren, die Verfärbungen, wie die nach der Behandlung mit dem Augenreiniger tatsächlich ja, ganz langsam verschwindet und hier drin stecken bleibt. Da kann man das sehen. Das ist die hochverdünnte Kamille, die das Haar dann bleicht. Aber das musst du natürlich auch jeden Tag machen. Denn sonst wird das nichts. Das muss dann schon auch täglich gemacht werden. Und dann bekomme ich die Verfärbungen auch weg. Ich mache nochmal so drüber.
nur zu zeigen. Das sieht jetzt ein bisschen brutal aus, ist es aber nicht. Ich halte ihn ganz sanft hier unten. Ich glaube, sonst wird er ja auch piepen, ne? So, und dann reibe ich und ja, dann sieht man, das hat sich verfärbt. Das heißt, ich bekomme also auch Verfärbungen von den Augen, aus weißen Haaren heraus. Man muss nur Geduld haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Hunden, ja, dass sie so schön stillgehalten haben und mitgemacht haben. Ja. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zuschauen, beim Üben, beim Lernen. Und wenn ihr noch Fragen haben solltet, schreibt mich einfach an. Tschüss.